Hallo von minimalismus.ch. Dalai Lama hat einmal gesagt, die Ironie will es so, dass wir dann, wenn wir das Objekt unserer Begierde erlangt haben, immer noch nicht zufrieden sind. Auf diese Weise nimmt die Begierde nie ein Ende und ist eine ständige Quelle der Schwierigkeiten. Das einzige Gegenmittel ist die Genügsamkeit. Heute geht es um die Genügsamkeit. Wichtiger Bestandteil im Minimalismus. In einer Welt, in der zügelloser Konsum in einer Wachstumsgesellschaft die Norm ist, kann die Wahl eines minimalistischen Lebensstils manchmal bedeuten, als Außenseiter zu gelten. Du wirst vielleicht nicht immer verstanden, warum es für dich Sinn macht, Genügsamkeit zu leben. Es macht Sinn, Genügsamkeit im Minimalismus zu leben, weil folgende fünf Nutzen durch Genügsamkeit eintreffen. Nutzen 1. Genügsamkeit kann gut für die Umwelt sein, selbst wenn Geldsparen nicht deine Priorität ist. Sparsamkeit nützt unserem Planeten, auf dem wir leben, indem wir weniger einkaufen und weniger konsumieren. Können wir die Umwelt in vielerlei Hinsicht positiv beeinflussen, weil wir weniger Ressourcen der Erde beanspruchen. Nutzen 2. Genügsamkeit kann weniger Stress bedeuten, weil man mit weniger zufrieden ist und mehr schätzt, was man hat. Nutzen 3. Genügsamkeit ist gut für die Seele. Gibt es etwas Anstrengenderes, als immer überall mithalten zu müssen? Genügsame Leute haben gelernt, dass andere Menschen ihr Geld einfach anders ausgeben. Und das ist in Ordnung. Es kümmert sie nicht, im Gegenteil. Genügsame Menschen wissen, dass ihre Sparsamkeit kein Opfer ist, sondern ein Mittel zum Zweck. Und sich nicht darum zu kümmern, was andere denken, befreit sie. Sie folgen ihren Träumen, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie dies für alle anderen aussieht. Nutzen 4. Durch Genügsamkeit mehr Zeit für Dinge, die wichtig sind, haben. Wenn man darauf bedacht ist, immer das Beste zu haben, muss man Zeit damit verbringen, herauszufinden, was das Beste überhaupt ist. Das heißt, man muss sich umsehen, Produktbewertungen lesen, durch Verbraucherzeitschriften blättern, um zu sehen, was andere Leute tragen, tun und benutzen, um sich über die heißesten Trends auf dem Laufenden zu halten. Durch die Genügsamkeit macht man bei diesem Spiel einfach nicht mit und schon kann man die gewonnene Zeit eben für die wichtigen Dinge einsetzen, zum Beispiel für die Leidenschaft, Familie, Freunde und so weiter. Nutzen Nummer 5. Genügsamkeit und das damit verbundene sparsame Leben ist gut für die Menschheit. Das Leben in einem reichen Land kann einem manchmal ein stark verzerrtes Weltbild vermitteln. Wenn man sich umsieht und nichts als Überfluss sieht, vergisst man leicht, dass ein großer Teil der Weltbevölkerung ohne Grundbedürfnisse wie Nahrung und Wasser auskommt. Wenn man beginnt, die Dinge aus dieser Perspektive zu sehen, macht es keinen Sinn, warum wir so viel Zeug kaufen sollten, nur um es wegzuwerfen. Und es geht nicht nur um das Zeug, das wir kaufen und vergeuden, sondern auch um Lebensmittel, Abfälle. Die Verschwendung von Lebensmitteln verbraucht viel unnütze Energie, Züchtung, Produktion, Material, Verpackung, Transport. Genügsamkeit kann weder die Umweltverschmutzung noch den Hunger lösen, aber sie bedeutet, dass wir mit unseren ohnehin knappen Ressourcen weniger verschwenderisch umgehen müssen. Und wenn man sich verpflichtet, im Allgemeinen weniger zu verschwenden, genügsamer zu sein, reduziert man seinen CO2-Fußabdruck und setzt damit Ressourcen für andere frei, die diese dringender benötigen. Das waren also verschiedene Nutzen, die einem durch Genügsamkeit widerfahren. Sicher findest du noch andere. Wichtig ist, dass du erkennst, dass die Genügsamkeit wichtiger Bestandteil im Minimalismus ist und dir hilft, den Minimalismus-Lebensstil zu halten, wie im letzten Schritt meiner 4M-Methode zum Minimalismus, dem Meistern, erläutert. Die Genügsamkeit schützt dich vor neuem Ballast und gibt dir mehr Freude und Zeit für die wichtigen Dinge.